Yo, hi, zurück zu Assassin's Creed. Also, wir sind hier noch in Jerusalem und wollen jetzt mal ein paar, ups, da entsteht noch schon ein Bogenschütze, wollen ein paar Sachen erforschen. Taschendiebstahl machen wir jetzt mal als erstes. Ihre Waffe ist in meinem Beisein zu schwer. Weil wir müssen ja noch ein bisschen Informationen herausfinden. Stirb, die! Ach komm, nicht abstürzen. Mann, Mann, Mann. Komm, rauf. Katschau. Gut, lass uns mal gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Das wäre jetzt hier fast unter uns. Was tut Wann wird er mit da? dem Unsinn aufhören? Okay, setzen wir uns mal auf die Bank und belauschen die Vögel hier. Die zwei sind das wahrscheinlich, ne? Wenn die Wache nicht einschreitet, liegt es an uns, etwas zu unternehmen. Was ihr vorschlagt, ist Wahnsinn. Aber notwendig. Wie viele mehr müssen verschwinden, bevor die Menschen sich erheben? Das geht uns nichts an. Noch nicht. Aber wenn wir weiter untätig sind, schon bald. Also, was schlagt ihr vor? Ich habe den Mann beobachtet und alles über sein Geschäft gelernt. Ich habe alles auf dieser Karte verzeichnet. Er inspiziert sein Lager, jeden Tag zur gleichen Stunde. Dann schlage ich zu. Ihr habt also einen Fetzen Pergament. Das rettet euch nicht, wenn ihr entdeckt werdet. Es schützt nicht vor Schwertern oder Pfeilen. So weit wird es nicht kommen. Egal. Aber es ist ein Risiko, das ich eingehen muss. Wünscht mir Glück, mein Freund. Fürwahr, das werdet ihr brauchen. Okay. Das heißt, ihm klauen wir halt den Plan mal, oder wie? Mhm. Was wollt ihr von mir? Okay, dann haben wir mal die Position der Wachen von Thales. Hier haben wir noch so einen Taschendiebstahl, lass uns auch nochmal hingehen. Ich hätte verletzt werden können. Was doch gefährlich doch. Ja, hättest du, ist aber nicht, Entschuldigung. Das erneut und ich rufe die Wachen. Ja, brauchst du nicht. Ich gehe ja schon weg. Er wird sich verletzen. Und wenn das passiert, werde ich. Wird er nicht. Ah. So, ich springe darüber. Und da hinten ist noch ein schönes Fähnchen, was ich jetzt nicht einsammeln kann. Doch. Dann gehe ich nochmal da eben hin. So. Wo müssen wir wirklich hin? Nämlich in die andere Richtung, ne? Ich laufe mal unten lang. Na komm, geh runter. Und ich ein bisschen abbiegen hier. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte, geh. Nein, geht nicht. Oh, da müssen wir rein. Naja, gut. Ich dachte, da könnte man rauf. Nee. Kann ich mit den Gelehrten da durchgehen? Auch nicht. Oder kommen die vielleicht? Lassen wir uns ja. Und darauf an, wo die lang gehen, ne? Ihr werdet es nicht bereuen. Ich werde dir die Hände abschlagen. Ah, gehen die mit uns da durch? Okay. Okay. Okay, es sollte reichen. Mal gucken. So, es geht um irgendjemanden da hinten, irgendwo in der Nähe. Irgendwo müssen wir uns auch hinsetzen können. Die zwei, die da stehen. Mhm. Bitte, ihr müsst mir helfen. Ich zahle jeden Preis, den ihr verlangt. Jeden. Das ist nicht so einfach, mein Freund. Doch, ist es. Ich kenne alle seine Kniffe. Er ist ein Feigling, kein Kämpfer. Beim ersten Anzeichen von Ärger rennt er davon.
Nehmt diese Karte. Sie zeigt euch seine Verstecke. Ja, ihr versteht nicht. Okay. Oh doch, ich verstehe. Ihr habt Angst. Ihr nennt euch einen Krieger, doch ein einzelner Sklaventreiber erfüllt euch mit Furcht. Furcht? Nein, das ist es nicht. Was sonst? Es wäre ein schlechtes Geschäft für mich, wo ich doch bereits für ihn arbeite. Ihr? Versteht ihr nun? Und jetzt geht. Verschwindet und ich werde diese Unterhaltung vergessen. Kennen wir uns? Nein? Also haltet euch an! Oh, nochmal. Okay. Gut, dann haben wir die zweite Karte, um Talalda nachher zu finden. So, lass uns aber noch weitere Nachforschungen anstellen. Hier zum Beispiel noch ein bisschen was aus den Leuten rausprügeln. Macht ja immer Spaß. So, gucken wir mal, wie wir hier rauskommen wieder. Obwohl wir mal eben kurz gucken, ist es die richtige Richtung. Ja, eigentlich da lang, ne? Der verdammte Name. Oh. Das war schmerzhaft. Vorsicht! Stehen hier auch Wachen? Ja, okay, dann gehen wir hier oben rüber. Er wird sich verletzen. Bitte tut mir nichts! Werde ich ihm nicht helfen. Ich habe doch nichts Falsches getan. Warum tut Ketzer. Ihr das? Hört auf, bitte! Na komm, da kannst du rüberspringen. Ah, da natürlich nicht hin. Äffchen. Ja, würde ich auch sagen. So, Treppe und rauf. Treppe, Leiter, meine ich. Alles voll mit Wachen hier, ne? Ne, da nicht, aber da hinten. Mal, wo springst du denn hin, du Vogel? Es ist euch nicht erlaubt, lieb zu sein. Okay. Verdammte Ungläubige! Verdammte Ungläubige! Oh, der verdammte Ungläubige ist leider abgestürzt, aber hat ein Fähnchen gefunden. Gut, lassen wir mal rauf. Ja, er ist weg, oder was? Okay, komm, wo wollten wir hin? Wir wollten irgendeinem hier eins rausprügeln. Wahrscheinlich da unten irgendeiner. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Zu weit weg? Ihr müsst nicht länger darten. Jeder Mann, der willens ist zu arbeiten, kann Arbeit finden. Kommt, sprecht mit mir. Lasst euch berichten, was Talal zu bieten hat. Ein feines Leben steht euch bevor. Es sind schwierige Zeiten, in denen wir leben. Nahrung ist rar, das Geld knapp. Aber so muss es nicht sein. Es gibt Möglichkeiten für jene, die den Mut haben, sie zu ergreifen. Wer kann sagen, was die Zukunft bringen wird? Welche Tragödien? Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft. Schützt eure Liebsten. Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden. Talal gibt euch sein Wort. Wenn dem so ist... Jetzt mal was an die Backen, mein Freund. An eurer Stelle würde ich um Hilfe rufen. Oh, das ist tough, der Junge. Na doch nicht. Ich habe euch nichts zu sagen. Sprecht mit mir oder sprecht mit Gott. Es ist eure Wahl. Ihr werdet dein Werk nicht zunichte machen. Nicht das könnt wieder. Ihr nicht. Hau ab. Zunichte machen? Welches Werk? Er bereitet sie für die Reise vor. Reise wohin? Sie sind in seinem Lagerhaus. Und wenn die Zeit reif ist, werden sie nach Akkon verschickt. Wo ist dieses Lager? Und warum Akkon? Talal sagt mir nur, was ich wissen muss. Mehr nicht. So ist es sicherer. Für ihn vielleicht. Aber nicht für euch.
Oh, Mann, immer chillen. Also ich meine, die könnt ihr aber echt gehen lassen. Muss eigentlich nicht sein, ne? Oh, ich hau mal ab, weil da kommt schon die erste Wache. Da ist schon die zweite, oder auch nicht. Oh, können wir noch einen was reinhauen? Was haben wir noch? Da hinten können wir lauschen. Lass uns das auch noch eben machen. Aber einmal quer durch die Stadt, ne? Wir sind die wahren Söhne des Herrn. Hört auf! Er wird Ärger von uns. Okay. Entschuldigung. Nie wieder. Wir kommen hier erstmal nicht weiter, ne? Müssen wir halt echt hier rumlaufen. Ich geh mal übers Dach. Vielleicht hier. Ihr seid hier nicht erwünscht. Oh ja, wir sind hier nicht erwünscht. Alles klar, ja. Ja, wir brauchen natürlich ein Messerchen. Oh, Entschuldigung. Das war jetzt nicht so richtig freundlich. So, ich denke aber... Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht. Oh, der Ungläubige fällt einfach mal vom Dach. Meine Herren. Oh Mann! Der Ungläubige hat echt keinen Bock, sich da am Dach festzuhalten. Geht schnell! Ja, ich gehe. So, wo wollen wir hin? Da drüben. Ich denke mal, hinter dem Gebäude wollen wir irgendwo bang was abhören. Lass uns mal gucken. Innen drin oder was? Das hätte man mir auch früher sagen können. Shit, jetzt bin ich hier rumgelaufen. Wir können tun, was uns gefällt. Also, so kommen wir nicht da rein. Hier vorne wahrscheinlich ganz und gar nicht. Einfach mal so reinlaufen. War klar. Gelehrte sehe ich hier jetzt mal nicht. Das heißt, wir gucken mal, dass wir da oben raufkrabbeln. Was mag er haben? Ja, was mag er haben? Okay, wir kommen von da drüben. Gott erbarme dich, er ist verrückt. Der verrückt. Es gibt keinen Grund, sich so zu verhalten. Ja, das finde ich auch. Was denkt dieser Mann? Lass mal gucken, dass wir da... Hallo, kannst du dich raufziehen? Ja. Nee, er kann da hin und her schwingen. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich nicht. So, ich probiere mal hier rüber zu jumpen irgendwie so, ne? Sowas. Ja, aufs Dach muss man ja raufkommen, ne? Autschi. So, und jetzt noch mal gucken, hier Fenster hochkrabbeln, sowas irgendwie. Ja. Okay, gibt's hier ein kaputtes Fenster oder... Nee. Ganz oben auf dem Dach vielleicht? Nö. Und hier, nochmal runter. Nee, nee. Okay, ich kann mal versuchen, mich da irgendwie reinzuhangeln oder... Ah, hier. Ah, ach. Okay, das war auch nicht so clever. Warum behelligt ihr mich? Was steht ihr da herum? Geht! Er wird Ärger verursachen. Was denkt dieser Mann sich nur? Wie komme ich da rein? Das ist ja... Ohne Gelehrte wird das garantiert nicht gehen, oder? Über den Glockenturm sozusagen. Und da drüben steht auch noch einer.
sieht mir auch nicht aus, als könnte man da so rein. Also, also ich glaube, in Ruhe, nur mit Gelehrten, ne? Oder könnte ich mich wirklich hier nicht darunter springen? Der verdammte Narr hat auch den Verstand verloren. Ja, das würde ich auch so sehen. Tja, die Idee war jetzt eigentlich da so reinzugehen, aber wie sollen wir sonst reinkommen, wenn nicht mit Gelehrten? Haben wir welche? Lass mich da nicht rein. Also ich gehe mal zurück zum Büro und lass mir das mal erklären, was hier jetzt los ist. Ich brauche nach. Nicht klettern. Der Narr hat auch den Verstand verloren. So ein Narr. Okay, so, wo ist es da drüben irgendwo, ne? Malik, wollt ihr noch mehr Zeit vergeuden? Ich habe Talal gefunden. Ich bin bereit für meine Mission. Diese Entscheidung liegt bei mir. Oh, oh, oh. Nun gut, Folgendes habe ich erfahren. Er handelt mit Menschenleben, entführt Bürger Jerusalems und verkauft sie in die Sklaverei. Ein Lager in der Barbakane nördlich von hier dient ihm als Basis. Just in diesem Moment bereitet er eine Karawane vor. Ich schlage zu, wenn er sein Lager inspiziert. Wenn ich seinen Männern ausweichen kann, sollte Talal selbst kein großes Hindernis darstellen. Kein großes Hindernis? Hört euch an! Wie arrogant! Sind wir fertig? Seid ihr zufrieden mit meinem Wissen? Nein. Aber es muss reichen. Sehr freundlich. Komm, nimm die Feder, Kollege. Hallo, hallo? Feder? Ruht, bereitet euch vor, weint still in der Ecke. Tut, was ihr immer tut, bevor ihr ans Werk geht. Aber tut es leise. Ach, voll der Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Okay. Dann lass mal gucken, wenn die Inspektion stattfindet, Talal einfach mal chillen. So, es ist nicht weit weg. Es in meinem Beisein zu stehlen. Das wird euch das Leben kosten. Wo hilft mir doch jemand? Bitte helft! Okay, da sind. Oh. Die hauen ab. Ich habe nichts verbrochen. Okay, lass uns gucken, wo das Lager ist, weil ich weiß jetzt noch nicht so richtig, an welcher Stelle. Ach komm, Digga. Ja, wir gucken uns das mal von oben aus an, würde ich sagen, weil nicht über die Stadt, sondern eher von den Dächern her. Hilfe! Was kostet dich denn? Komm, mach ihn! Mach ihn! Wer ist denn da schon wieder sauer? Euch hol ich hier!
Flupp. Wer hat mich denn gesehen? Ich weiß es überhaupt gar nicht. Ah, ja, da unten läuft er. Ah, da ist er. Okay, so, weiter geht's. Es muss irgendwo da drüben sein. Ach, komm. Okay, komm. Ich hab's nicht drauf, deswegen laufe ich jetzt einfach mal. Er wird sich verletzen. Ich flehe euch an. Ich bitte. Haltet die Augen offen nach. Bitte. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stellen. Das wird euch das Leben kosten. Ah, Gelehrte, okay. Interessiert ihr euch vielleicht hier? Bitte, nein? Eine kleine Spende. Ich habe aber noch viel, viel mehr. Oh, Mann. Ihr werdet nirgends bessere Preise finden. Hier sind die Entschuldigung. Okay, hier sieht's sehr bewacht aus, deswegen kann ich mir vorstellen. Darf ich da die Leiter hochkrabbeln, ohne dass die mich nerven? Mal gucken. Geht ja, die lassen mich in Ruhe, ist gut. Komm ich da weiter rauf? Mein Gott hat dich verlassen. Ich weiß nicht. Hier so hüpf, hüpf und so. Nö. Es gibt keinen Anlass, hier draußen zu sein, Alter. Oh. Wir sind die wahren Täter. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Danke. So, die haben wir mal schön verarscht, die Typen. Okay, jetzt gucken wir mal, dass wir übers Dach kommen. Schling. So, was haben wir hier noch? Da drüben steht keiner. Um eine Warnung zu überbringen. Sollte Richard Jaffa einnehmen, ist er nicht mehr zu stoppen. Da drüben steht noch ein Bogenschütze. Wir müssen ihn aufhalten. Gehört. Und es ist unsere Pflicht, sie bis zum Tode zu verteidigen. Die Kreuzfahrer müssen besiegt werden. Gepriesen sei Salah al-Din. Er hat die Kraft gefunden, im Kampf für unsere glorreiche Kultur aufzustehen. Hab keine Zweifel, wir kämpfen um unsere schiere Existenz. Oh, eine Falle. Oder was? Was nun, Slaventreiber? Okay. Nennt mich nicht so. Ich versuche nur zu helfen, so wie mir geholfen wurde. Ihr tut ihnen keinen Gefallen, damit sie so einzupferchen. Ein Pferdchen. Ich biete ihnen Schutz und bereite sie auf die Reise vor, die vor uns liegt. Welche Reise? In ein Leben der Knechtschaft? Ihr wisst gar nichts. Es war dumm, euch hierher zu bringen. Zu denken, dass ihr sehen und verstehen würdet. Ich verstehe sehr gut. Zeigt euch! Ah, ihr wollt den Mann sehen, der euch hier gerufen hat. Ihr habt mich nicht gerufen. Ich kam von allein. Okay, er hat ein paar Kumpels dabei. Wer hat die Tür geöffnet? Den Weg freigemacht. Musstet ihr nur einmal eure Klinge gegen einen meiner Männer erheben? Nein. All das tat ich für euch. Dann tretet ins Licht und ich werde euch einen letzten Wunsch erfüllen. Nun stehe ich vor euch. Was ist euer Begehr? Kommt herunter. Lasst uns das ehrenvoll beenden. Warum muss es immer in Gewalt enden? Ich glaube, ich kann euch nicht helfen. Denn ihr wollt euch selbst nicht helfen. Und ich kann nicht zulassen, dass mein Werk gefährdet wird. Ihr lasst mir keine Wahl. Ihr müsst sterben. Ah, freundlich. Okay. Das wird euch eine Lehre sein. Wie einfach. Nie, solange du
Das ist keine Zeitverschwendung. Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage ist besiegelt. Das füttert ihn. Erledigt ihn. Na komm. Schon in deine Karte. Der dürfte kaputt sein. Na komm. Oh, werden immer mehr. Na komm. Was ist los mit euch? Auch kaputt. Schling. So, noch Fragen, mein Freundchen, wo bist du? Er ist da oben noch, okay. Ja, wo kann ich rauf? Da. Haltet ihn dann von mir! Hinterher! Oh, jetzt muss ich mit dem noch ewig fighten. Ach nee. Oh. Irgendwie läuft's nicht, ne? Kommt der runter? Okay. So, weg mit dir. Jetzt müssen wir aber echt mal gucken, was soll in deinem herkommen. So, ist durch die Dachluke weggelaufen. Vielleicht wartet er ja auf uns. Wo ist denn der Vogel jetzt? Ah, jetzt habe ich ihn aufgepasst. Ja, ja, wir müssen weg. Da hinten läuft er. Mensch, mach Platz, Oma. Oh, der war falsch. Scheiße. Entschuldigung. Ah, Mist. Das gibt richtig Ärger. Komm jetzt mal runter. So, jetzt aber mal hinter ihm her. Wo ist er? Da ist er. Schling. Ihr könnt nicht mehr fliehen. Teilt euer Geheimnis mit mir. Mein Part ist beendet. Die Bruderschaft ist nicht so schwach, als dass mein Tod sie aufhalten würde. Welche Bruderschaft? Al-Mualim ist nicht der Einzige, der Pläne für das Heilige Land hat. Und mehr werdet ihr von mir nicht erfahren. Dann sind wir fertig. Bittet euren Gott um Gnade. Wenn es je einen gab, hat er uns lange verlassen. Uns und die Männer und Frauen, die ich bei mir aufgenommen habe. Wie meint ihr das? Bettler, Huren, Süchtige. Klingt das nach tüchtigen Sklaven für euch? Unfähig selbst für die niedersten Arbeiten? Nein, ich verkaufe sie nicht. Ich rette sie. Aber ihr würdet uns alle töten. Und das nur, weil man es euch befahl. Nein, ihr profitiert vom Krieg. Von zerstörten und gebrochenen Leben. Ja, so denkt ihr in eurer Unwissenheit. Euren Geist abschirmen, hm? Man sagt, das könnt ihr am besten. Erkennt ihr nicht die Ironie darin? Nein, wohl noch nicht. Aber bald. Thank you.
Okay, leg sie weg, oder? Ich hau ab. Okay, die finden mich nicht. Die sind immer ein bisschen doof. Er ist einfach verschwunden. Weg. Jo. So, jetzt haut mal ab, ihr Vögelchen. Und wir gehen wieder zum Stützpunkt. Tötet ihn, was soll denn das immer? Tötet ihn, ich bin total freundlich und immer tötet ihn. Oh, hier ist schon das Büro, das wusste ich natürlich nicht. Wenn ich das gewusst hätte, bin natürlich nicht so rumgerollt. Okay, so, die sind weg jetzt, oder? Ich will eben gucken, dass ich nicht wieder gesehen werde. Da drüben müssen wir rein, ne? Ach, ich mach aber auch einen Scheiß hier irgendwie. Tötet ihn, tötet ihn! Okay, hier zu den freundlichen Alter, ihr, Menschen. Wie wunderbar, dass Hallo. Ihr zurückgekehrt seid. Und wie verlief eure Mission? Die Tat ist vollbracht. Talal ist tot. Oh, ich weiß. Für wahr. Die ganze Stadt weiß es. Habt ihr die Bedeutung von dezent vergessen? Ein Assassine stellt sicher, dass viele von seiner Tat erfahren. Nein, ein fähiger Assassine behält jederzeit die Kontrolle. Wir können über Details streiten, Malik, aber Tatsache ist, dass ich die von Al-Mualim übertragene Aufgabe erfüllt habe. Dann geht. Kehrt zu dem Alten zurück. Lasst uns sehen, auf wessen Seite er steht. Ihr und ich stehen auf derselben Seite, Malik. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, Talal ist hin. So, Al-Mualim, würde ich mal sagen, besuchen wir beim nächsten Mal, oder? Schauen wir mal, es sei denn, die beamen uns da jetzt mal direkt hin. Gottverdammt, was ist jetzt schon wieder? Ich habe komische Temperaturanzeigen, ich glaube, der Animus läuft heiß. Jesus, immer ist irgendwas. Wie lange? Weiß ich noch nicht. Diese Verzögerungen sind inakzeptabel, Miss Stirn. Ich will jede Stunde einen Bericht. Es wird ein Weilchen dauern, Desmond. Warum legen Sie sich nicht hin oder so? Ruhen sich aus. Mach ich. Alles klar, machen wir. Okay, und wir sehen uns wieder in der nächsten Session, okay? Also, bis dann. Ciao. Was zum... Jemand war hier drin. Würde ich auch so sehen. Das gucken wir uns beim nächsten Mal an, ne? Ciao.